Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge F1 2018 in der Koop-Karriere mit dem Mike. Hey Leute! Party! Und es sieht. Ja, kein Regen. Ja, ja, ja. Ausnahmsweise ein Rennen ohne Regen. Alter. Leute, ich bin absolut crazy. Ich weiß auch nicht, ob die Beleuchtung stimmt, denn da hinten ist absolut hell. Ich habe da irgendwie so eine. Na? Das ist von diesem Schrägfenster, diese Dachfensterrollo, so ein bisschen hochgeschoben. Ich glaube, die Beleuchtung ist nicht so geil. Ich muss das gleich nochmal zumachen. Hä? Ups. Ja, Russland. Woo, yeah. Party, Alter. Wir nehmen das natürlich aus beiden Sichten auf. Guckt auf beiden Kanälen vorbei. Und am besten nebeneinander öffnen. Mir ist das irgendwie aufgefallen. In letzter Zeit gucken einfach mehr Leute bei dir. Ich weiß nicht warum. Wir hatten eine Zeit lang hatten wir beide so um die 180, 200 Aufrufe. Jetzt hast du irgendwie so 250 und ich 100. Also Leute, hier könnt ihr beide Sichten öffnen. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, denn wir müssen natürlich auch reinhasseln. Ich fahr gerade schon raus und direkt vor mir ist Bottas. Und Bottas hat ja so ein Ultra, also kein Ultra-Abstand, ist noch alles machbar. Aber der ist auf Platz 1 insgesamt. Und der sollte am besten heute keine Punkte bekommen, weil das hier ist das sechstletzte Rennen schon in der Saison. Ja. Also Leute, wir müssen uns richtig, richtig anstrengen, richtig Punkte machen, richtig Patte, Alter, richtig raus. Heute in der Aufnahmesession fahren wir, geplant ist Russland und Japan. Ja. Und ich hoffe, dabei bleibt es auch, nicht, dass wir rausfliegen und danach nochmal was fahren. Das in der Tat, in der Tat. Leute, nur mal kurz zur Info, wir nehmen das gerade am 20.10. auf, 13 Uhr. Und da spielt Greuther Fürth. Ich habe mir hier unten unter meinem Bildschirm habe ich mir gerade mein Handy hingestellt. Ich habe jetzt seit neuerdings Sky. Und ich schaue jetzt quasi das Spiel so ein bisschen nebenbei. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, aber wir probieren es einfach mal aus. Losen die um 13 Uhr an? Ja. Oder 13 Uhr? Ich bin gar nicht sicher, ob Braunschweig auch 13 Uhr oder 13 Uhr ist. Braunschweig 14 Uhr habe ich gerade geguckt. Ah, 14 Uhr. Ja, dann kann ich nachher mal nochmal reinschalten, ne? Auch bei dem Spiel. Also Leute, vielleicht haltet ihr euch hier auf dem Laufenden, obwohl ihr das Ergebnis schon wisst. Es tut mir leid, aber ich kenne das Ergebnis halt noch nicht. Und ich habe, wie gesagt. Du kennst es noch nicht? Nee, nee. Also ich predikte jetzt mal das Spiel. Hülkenberg! Ich predikte jetzt mal, Fürth gewinnt mit 2:1. Sag ich jetzt einfach mal. Okay, jetzt geht's los auf das Gaspedal. Ich weiß nicht, was abgegangen ist. Ich gucke mir dein Auto jetzt mal ein bisschen an. Ich habe Sky jetzt erst. Würde mich nerven. Ich habe Sky jetzt erst seit 2 Wochen und das ist irgendwie jetzt ein bisschen günstiger und ich will. Es ist keine Product Placement hier, Leute. Aber ich will das dann für diese 2-3 Monate, wo es günstiger ist, behalten und danach nicht mehr. Heißt, es wäre jetzt voll dumm, wenn ich nicht die Spiele schauen würde. Hast du so ein Sky Ticket oder was ist das? Oder? Ja, so ein. Es ist. Ich glaube, es nennt sich Sky Sport Ticket, aber es ist halt ein Monatsticket, so irgendwie, keine Ahnung. Ja, das ist nur online quasi. Die sind auf jeden Fall ein bisschen günstiger jetzt und glaube bis Dezember. Danach Dezember will ich es auch nicht mehr haben, weil ich sehe es nicht ein, irgendwie 30 Euro dafür auszugeben im Monat. Deswegen muss ich jetzt, wenn ich es hab, muss ich die Spiele gucken, Leute. Muss sein. So, genug gelabert hier über Fußball. Ich guck dir ein bisschen zu. Erstmal muss ich die Belichtung mal kurz ändern. Ich mach mal hinten dieses Fenster ein bisschen runter. Bis gleich. So. So, Leute, also Japan und jetzt hier Russland. Das sind zwei Strecken, wo wir mit Red Bull, wo ich mir persönlich auf jeden Fall ziemlich viel ausmale, dass wir hier ziemlich viel erreichen können. So, bin wieder da. Ich habe gerade den Zuschauern erzählt, dass ich mir sehr, sehr viel ausrechne, zusammen für unser Team. Okay. Weil das ist von großem Vorteil, weil wenn wir beide 2 Rennen hintereinander Erster und Zweiter werden, bedeutet das nicht nur, dass wir viele Punkte bekommen, sondern es bedeutet gleichzeitig, dass Bottas auch wirklich viele Punkte verliert und natürlich alle anderen. Das ist der Plan. Auch weiter und deswegen können wir da schon durch diese 2 Rennen, egal wer von uns Erster und Zweiter wird, jeweils ziemlich gut nah rankommen. Und was ist das für eine Zeit? LOL! Ist Vierter. Ich hab nichts gesagt. Oh shit. Raikön ist Erster. LOL! Hä? Raikön gehört der dritte Sektor. Bottas der zweite und dir der erste. What the fuck? Du bist ja richtig schlecht. Nein, Spaß, ich bin wahrscheinlich noch schlechter, aber. Also, wir haben übrigens. Wieso sind die Bots jetzt so gut? Wir haben übrigens gar nichts Test gefahren. Ich habe kein einzige.
Runde gefahren in irgendeiner Strecke und Russland eben auch nicht. Kenne ich natürlich noch von letztem Jahr, aber ja. Du bist auf jeden Fall im zweiten Sektor, bist du eine Sekunde schlechter als Bottas und im dritten bist du eineinhalb Sekunden schlechter, nee, gar nicht wahr, nur eine halbe. Ja, ups, eine halbe Sekunde schlechter als Raikön. Also du müsstest im zweiten und dritten Sektor insgesamt eineinhalb Sekunden besser fahren, um halbwegs ranzukommen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Also meine Zeit war nicht krass, aber... Ja, aber... Ich habe gedacht, für die Bots müsste es eigentlich... Also normalerweise haben wir ja so von den Bots so ungefähr eine Sekunde Abstand, aber dass ich jetzt eineinhalb Sekunden hinten liegen würde, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, du liegst eine Sekunde hinten. Insgesamt eine Sekunde. Weil Bottas hat halt den zweiten Sektor und Raikön den dritten. Also das kann ich auch holen, aber alle Sektoren... Alter, Hamilton hat gerade eine Zeit gefahren, ist neunter. What the fuck ist hier los? Finde ich, nee, aber dann ist doch... Achter, ja. Schon irgendwie... Muss ich sagen, erstaunlich. Damit habe ich... Also... Okay... Ja, ich bin gespannt, aber gut, wie gesagt, also letztes Jahr auf Russland waren die Bots, deswegen habe ich ja das halt schon so gedacht. Ich bin halt, wie gesagt, wir sind nicht festgefahren oder so. Aber letztes Jahr auf Russland waren die Bots halt echt nicht schnell, aber offensichtlich. So, Spiel ist angestoßen übrigens. Ja, das ist halt das. Das ist jetzt deine erste Runde gewesen. Meine erste Runde kommt jetzt gleich. Wir müssen uns klar erstmal ein bisschen wieder einfahren, ein bisschen dran gewöhnen. Gestern Abend habe ich ein bisschen ETS gezockt. Also mein erster Sektor war der gute. Das ist natürlich ein bisschen was, ja, das ist natürlich ein bisschen ein Unterschied zu F1. Dein erster Sektor, der erste Sektor war dein guter. Meine, ja klar, Red Bull. Zweiter war dein schlechtester. Red Bull hat ein langsameres Auto als Ferrari und... Mir darf es einfach nicht passieren wie in Italien, da bin ich ja instant rausgeflogen. Qualifying fängt an, Barts weg. Ich muss mich ein bisschen einfahren, das ist klar. Red Bull hat ein langsames Auto als Ferrari und als Mercedes, aber trotzdem... aber ich habe die Sekunde jetzt schon fast. Ja, mit einer Sekunde wärst du auf jeden Fall Erster. Um in allen Sektoren krass zu sein, müsstest du eineinhalb Sekunden aufholen. Also ich habe ersten und zweiten Sektor jeweils lila. Okay, das ist gut, weil der zweite war dein schlechtester. Ah, scheiße! Könnte sein, dass ich mir das Ultra verhauen habe. Ich hab's mir auf jeden Fall verhauen. Könnte aber sein, dass das trotzdem noch reicht, aber hätte viel, viel besser sein können. Wie viel DRS gibt's hier? Oh! Sauber. Holy shit, Leute, das war... Wie viel DRS so gibt's? Drei. Das aber gerade so, Junge. Ja, aber gut, das ist sauber. Also das ist echt, das ist eine harte Saison, das ist eine richtig harte, spannende Saison. Aber das ist doch cool, ganz, das ist das Geile. Unterschied. Das ist so knapp hier alles. Das Ding ist, ich werde eine richtig schlechte Runde fahren. Also wie ich gerade die Einführungsrunde, die Outlap gefahren bin, wird das gar nichts. Ich kann mir gut vorstellen, ich meine Hamilton, wie gesagt, ist ja keine gute Zeit gefahren, keine Ahnung, was bei dem passiert ist, aber der wird wahrscheinlich auch nochmal drauflegen. Auch wenn Hamilton insgesamt in unserer Saison irgendwie echt nicht so stark ist. Ja, das ist irgendwie komisch. Aber Raikön, Bottas, ich glaube, die können auch nachlegen. Ich weiß nicht, wie schnell ich insgesamt besser war. Also mein dritter Sektor, den habe ich auf jeden Fall verkackt, das weiß ich. Ich könnte da, erster und zweiter Sektor, also erster Sektor war echt gut, zweiter Sektor war so, geht so, hat aber für Lieder gereicht und dritter Sektor habe ich echt hart verkackt. Aber ich war halt trotzdem noch 1,1, glaube ich, schneller. Und das hat halt dann gereicht für Platz 1. Aber ob es insgesamt für Platz 1 reicht. Oh shit, Alter. Ich mach noch ein bisschen Scheiße. Das ist noch sehr ungewiss, würde ich sagen. Also ich überlege, ob ich noch eine. Aber nee, Hyper, ne? Nee. Ja, nochmal rausfahren musst du halt. Ja, wenn überhaupt nochmal rausfahren. Ich habe gerade überlegt, ob ich mit den Reifen nochmal fahre. Nee, das mache ich nicht. Ich stelle mein Auto auf jeden Fall gleich fürs nächste Mal ein bisschen leichter ein. Ich habe zu viel Benzin mitgenommen. Also ich muss auf jeden Fall Runden fahren, weil ich wusste es natürlich, dass ich sehr, sehr unsicher... Wie vielter bist du? Weiß nur nicht. Ich wusste aber, dass ich sehr, sehr unsicher fahre und tue ich auch. Also wenn ich mir meinen Stil gerade angucke... Boxenstopp! Ich bin überhaupt nicht auf der Ideallinie. Ich fahre so wie du ungefähr, wo du es gefühlt erste Mal mit dem Lenkrad gefahren bist.
Oh, okay. Also das so ist nicht gut, also ich hab... Oh Mann, ey. Neben der Schuhe immer so ein bisschen so. Sehr unkontrolliert. Sonst halte ich ja mein Auto fast immer ganz Box gut. Ich halte mein Auto immer ganz gut. Ich bin Zweiter, okay, lol. Ich halte mein Auto aber ganz gut. Ich mal kurz auf den Abstand und dann fahre ich nochmal raus. Auf der Strecke. Aber jetzt irgendwie nicht. Ja. Aber ich hätte auf jeden Fall... Unkonzentriertheit, also wir sind jetzt natürlich auch wieder 2 Wochen, glaube ich. Wir sind genau, 2 Wochen ja. nicht gefahren. 2 Wochen nicht gefahren. Normalerweise das war so jetzt meine erste Runde. Eine oder? Woche Abstand. Jetzt sind es gerade 2 Wochen mal zu einer Aufnahme. So, Reifenwechsel. Wenn's jetzt meine, wenn ich jetzt schon ein bisschen Test gefahren hätte, dann hätte ich mich jetzt geboxt für die Runde, aber so geht das auf jeden Fall klar. Und ich habe einen richtig schwerwiegenden Fehler gebaut. Du hast dass ich so knapp, dritten Sektor hast du lila. Dass ich so knapp hinter dir war. Ja, im zweiten habe ich einen richtig schwerwiegenden Fehler gebaut, das stimmt auch. Ja. Und das ist richtig komisch. Dass ich ansonsten so nah wärst du Erster geworden. Also ich fahre auf jeden Fall den dritten Sektor hätte ich wahrscheinlich auch ungefähr so schnell fahren können wie du. Aber Alter, du bist in der, im ersten Sektor eine Sekunde schneller als ich. Ja, krass, ne? Hä? Da fährt man doch quasi nur gerade... Hä? Da gibt man fast nur Vollgas. Wie hast du das denn gemacht? Hex. Eine halbe Sekunde bin ich schneller als Raikön. Und auch eine halbe Sekunde schneller als Bottas. Wetten, die fahren jetzt alle wieder raus. So, ich fahre jetzt auf jeden Fall raus mit neuen Reifen und ein bisschen weniger Benzin. Vor dir ist einer, ne? Das ist, Leute, das ist hier alles, crazy. Hä, was hast du im ersten Sektor gemacht, Alter? Ich komme immer noch nicht so drauf klar. Hä, dann bist du bist im ersten Sektor 2 Sekunden schneller oder so als die Bots? Ja, je nachdem, was ich jetzt wieder im ersten Sektor mache, kann das jetzt nochmal eine krasse Runde werden. Du fährst direkt jetzt nochmal gerade, oder? Jetzt fahre ich nochmal eine. Ich habe eine okay. gute, eine langsame und jetzt fahre ich wieder eine gute. Ja, dann wirst du jetzt erstmal Platz 1 gleich, wenn du keinen Fehler machst. Ja, wenn. Alter. Das war nicht so geil. Ja, aber ganz ehrlich, ich bin immer noch am Rätseln. Also ich habe so eine kleine Stelle, weiß ich, weil... Aber eine Sekunde, also fast eine Sekunde, 900, also 9/10 ist schneller als ich, also fast eine Sekunde. Ich habe im ersten Sektor ein lila. Also ich fahre anscheinend immer noch diese Zeit. Also immer ich gerade gemacht habe, warum ich die fahre oder warum ihr die nicht fahrt, keine Ahnung. Du hast ein schnelleres Auto. Ja klar, ich hack. Ja. Ich hack einfach, das ist einfach alles. Ich muss es ja jetzt auch einmal zugeben, deswegen bin ich auch auf Platz 6 in der Rangliste. Einfach weil ich hack. Hamilton wieder vor dir? Ja, der hat mich doch letztes Mal überholt, glaube ich. Crazy. Ich bin auch nur Platz 4. In Singapur haben wir uns ja mal rausgerammt. Will Platz 1 werden, Mann. In Singapur haben wir uns ja mal rausgerammt. Ja, und das leider. Heißt, da habe ich 0 Punkte geholt. Und Hamilton auch 0. Ja, der hat mich, glaube ich, überholt. Keine Ahnung. Bin auf jeden Fall 6. Und jetzt bin ich 1. Alter, du bist 2 Sekunden schneller als ich. Hä? Hast du die gleichen Hilfen an mich? Ja, hab ich. Safe. Aber ich hab jetzt keinen Benzin mehr. Ups. Ich hab nur noch 0,2. Hilfe. So, ich bin jetzt auch auf einer schnellen Runde. Muss ich mal hier, aber... Ah, so werde ich auf jeden Fall die Sekunde nicht rausfahren im ersten Sektor. Aber für den zweiten Platz, ich verbessere mich gerade hier schon, also für den zweiten Platz würde es reichen. Ja, solange wir Erster, Zweiter sind, ist alles tipptopp. Leider, was mache ich denn hier für eine große Scheiße? Für den Anfang wäre Erster und Zweiter tipptopp, da müssen wir es halt noch zu Ende fahren. Yo, ich fahre gerade ultra die Scheiße zusammen, bin trotzdem eine Sekunde schneller. Ich weiß nicht warum, aber ich bin so schlecht, Leute. Ich bin so schlecht. Ich habe kein Benzin mehr. Scheiße. Ich krieche jetzt nochmal die letzten 3 Minuten hier auf der Strecke. Hi. Hi. Mann, ich kann doch nichts für den gelben Sekt. Ey, weh, ich krieg jetzt eine Gridstrafe. Fickt euch alle. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere.
Ich geh doch weg. Witzig, aber ich geh, ja, richtig witzig. Ich bin doch nicht mehr auf der Ideallinie, ihr Wichser. Ich mach nichts, ich kann nicht schneller fahren. Hast du eine Gridstrafe bekommen? Nein, noch nicht. Es ist nicht mal mehr. 101,6 Sekunden. Es ist nicht mal mehr einer hinter mir, willst du mich eigentlich komplett ficken? So nervig. Scheiße. Oh! Oh, 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 oh! Junge, war das eine Kackrunde. Hä, was habe ich in den ersten beiden gezeiteten Runden gemacht, dass ich jetzt plötzlich so schlecht gefahren bin, aber trotzdem 2 Sekunden schneller war als meine Beste? Lol, bei dir ist irgendwie gelbe Flagge. Ja. Was ist da los? Puh! Aber wir sind sehr knapp beieinander, ne? Ja, ja. Das ich glaube 3 Zehntel oder so. Oder ja, heißt es Zehntel? Ich habe 1,35, 1,07. Ja, ich habe 1,35, 4,30. Ah. Oha. Also, aber damit haben wir unseren ersten und zweiten Platz auch gesichert. Ja. Ich weiß nicht, was ich... Hä, egal, also zum ganz Glück habe ich keine Gridstrafe bekommen. Ich hätte euch alle so zusammengeboxt, Alter. Ja, ich hätte gerade auch fast eine Gridstrafe bekommen. Das war so lächerlich. Also eigentlich wäre das oder auch... Oder wäre lächerlich. Hä? Wieso ist hier das gelbe Flagge? Ich fahre ganz normal. Ich will jetzt einfach nur reinfahren. Ich will einfach nur noch in die Box. Mehr will ich nicht. Cool. Also ein bisschen habe ich mein Selbstvertrauen durch diese Runde gerade wieder zurückerlangt, weil ich bin so schlecht gefahren und trotzdem 2 Sekunden schneller. Ich weiß nicht, was ich in den ersten beiden Runden gemacht habe, wo ich irgendwie vorsichtig gefahren bin, weil... Ja, es sind halt wie die ersten Runden. Ich bin auch jetzt erstmal wieder trauen, aufs Gas zu drücken. Ich bin auch jetzt noch nicht richtig fit. Ich bin 2 schnelle gefahren. 2 schnelle und eine langsame. Okay, 1,5 langsame. Oh, oh. Ne, 2 langsam. Ich hatte ja noch die Einführungsrunde. Aber ich bin auf jeden Fall nicht so viele gefahren. Boxenstopp. Also bei Fürth. Oh, er hat es beim ersten Mal genommen. Alter. Fürth 0-0. Alter, das ist ja echt Premiere. Warte mal, die Kamera starte ich erst später neu. Habe ich jetzt keinen Bock. Vettel hat sich teleportiert. Cool. Das ist, der hackt auch, glaube ich. Ja. Okay, Raikön, Ritter, Vierter, Bottas. So, wir sind bei deiner Box, wollen wir einen Cut machen? Nee, sind nur noch 30 Sekunden. Ah, okay. Das lassen wir jetzt. Okay. Ich rede jetzt noch ein bisschen darüber, dass Hamilton auf Platz 12 ist. Und wahrscheinlich nicht viel weiter nach oben kommen wird. Wen haben wir da noch so? Ja, okay, die bekanntlichen Sirotkin, Stroll, Eriksen, die sind weiter hinten. Ja, ansonsten sind sie eigentlich mit vorne. Hamilton 5, Bottas 4, Raikön 3, Bottas 2, ist aber gut. Du 1. Ha. Weißt du, lala, ne? Wir fahren erster, zweiter, perfekt los. Bottas fährt irgendwie in einen Ferrari hinten rein. Ja, genau. Und ganz bestimmt. So wird's passieren, das sag ich dir. Okay, wenn's tatsächlich so passiert, dann trinke ich meinen ganzen Apfelsaft hier, Leute. Meinen ganzen Apfelsaft. Ich muss die Flasche mal holen. Auf X. Und dann das fahren sind wir ungefähr ein Liter. Ein paar Runden, dann muss man später boxen. Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt. Aber doch, auch mit Hypersoft dürfte man nur einen Boxenstopp machen. Denkst du? Russland ist meistens immer so. Ja, Russland ist meistens so eine Strecke, wo man immer nur einen Boxenstopp machen muss. Weil die ja, Hamilton hat mich auf jeden Fall überholen, der Rangliste. Wollte ich jetzt mal nachgucken. Okay, Leute, wir müssen das jetzt nur noch gut zu Ende fahren. Erst und zweiter sind wir jetzt schon mal. Wenn wir das jetzt so fertig fahren. Bringt aber noch nichts. Ja, bringt ja schon was, dass wir halt eben eine gute Ausgangssituation haben. Also, ja. So, ja, okay, Hyper und dann Lila oder Hyper, Lila, hä, Hyper. Ist schon drin, Alter, was the fuck. Das Kamera-Synchro hier. Eine kurvige Strecke, jetzt da bin ich, glaube ich, lieber leichter. Jetzt sehe ich. Also, es gibt ja auch 2 Grane, aber ich nehme 29. Nee, ich nehme schon 30, passt schon. Ja, 29 ist gut. So, Hyper Lila finde ich geil. Hype, Hype. Oh, Alter, 10 Runden. Ah, das wird interessant. Wie viel Prozent hattest du? 6 hatte ich. Habe ich nicht drauf geachtet. Aber wahrscheinlich auch ungefähr. Okay, ja. Okay, ich habe die Kamera geändert. Cool. Viel Glück. Aber wir möchten ja also die Einführungsrunde. Runde 10. Einführungsrunde erst. In Runde 10 geht's los. So, also Betriebstemperatur.
Ja, wir müssen Reifen und Bremsen. Lego. Also, das Problem ist, ich war im ersten Sektor immer noch ein bisschen besser als du. Und das heißt, ich werde dich jetzt vielleicht einholen. Vielleicht. Außer ich mache irgendeine Scheiße. Ma, jetzt ist okay Google angegangen. Ich lasse den Bot mal kurz fahren. Alter, er hat das Spiel weggemacht, weil irgendwie okay Google angegangen ist. Willst du mich verarschen? Und jetzt sage ich's und jetzt geht er nochmal. Den dummen Alter. Das war richtig klug. Das ist angegangen. Geht jetzt bestimmt. Der Regen mal. Soll in 10 Minuten abklingen, hat er mir gerade gesagt. Ah ja. Darauf habe ich gewartet, ja. Weil ja. Der nervt auch richtig wieder, ne? Der nervt gerade echt krass. Ich hatte so gerade gesagt, ja, also in Deutschland, in deiner Heimatstadt regnet es ja, aber bald wieder, nicht mehr. Ja, mal wieder über die Heimat gesprochen. Okay, das Spiel läuft wieder. 14. Minute, 0-0, Alter, was machen die? 5-0 jetzt schon, Alter, was los? Oh, hast gesehen, hier Frankfurt gegen Düsseldorf, 7-1. Ja, ja, ich habe das Spiel aber nicht gesehen, ich hatte gestern Abend irgendwie verpennt. Ich hab's auch erst heute, wo ich mal wieder bei Kicker so reingeschaut habe, was so in der Fußballwelt. Oh, ja, Scheiße. Ja, mich hat's auch fast gesehen. Oh, was habe ich jetzt eingestellt? Hilfe! Ich habe gerade irgendwas eingestellt. Ich habe irgendwie mein Differential, glaube ich, verstellt. Mann, immer wenn ich so aufgeregt bin, schalte ich da irgendwie Der Actor erstmal alles umstellen. Ja, ich hab's auf jeden Fall gestern. Ich habe ja, wie gesagt, ECS gezockt. Hätte ich eigentlich nebenbei gucken können über mein tolles Sky, aber ich hab's irgendwie verpennt. Ich hab nicht daran gedacht. Du musst mir gleich mal sagen, auf was dein Differential uns so eingestellt ist. Gleich, wenn wir in der ersten oder zweiten Runde sind. Ja, erinnere mich später nochmal dran. Wenn ja. Ich rausgeflogen oder sag, bin. Kannst du es mir jetzt sagen? Nee, kann ich nicht. Jetzt kann man okay. Nicht. Ja. Okay, jetzt dann nochmal viel Glück. Ich hab ein bisschen Angst. Ja. Ein bisschen! Scheiße. Alter, das war wieder so unendlich lange. Ja, und ich zieh fast an dir vorbei. So schlecht gestartet. Bleib mal ein bisschen außen. Ja, ich bleib außen. Ui! Ups! Achtung, 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 Achtung! Was ist da los? Hier sind Teile geflogen, von wem? Von mir. Nein, bitte nicht. Ich hab nur gesagt, Achtung! Ja, ich weiß, ich hätte das Achtung auch mitbekommen, aber nicht. Raikön hat's nicht mitbekommen. Bist du hinter mir? Ich habe ein bisschen hinter, Angst ja. Von dir. Wieso von mir? Weil du immer nah drauf fährst. Bei dir weiß man nie, auf einmal ist er in mir drin und rammt mich weg, Alter. Nein, das war... LOL! Ich bin rechts. Ja, ja, ich weiß. Ich lass dich vorbei. Ja, ich hab mein Ja, ich weiß nicht, was wir hier machen, aber wir sind wieder erst ans Weiter. Wir sind wieder in der Ausgangslage. Was für ein chaosiger Start war das denn? So, was hast du bei Vorderkraftbremsverteilung und Differential? 61, 75. Okay. Liegt aber daran, dass ich, keine Ahnung. Okay. Ich glaube, ich habe das irgendwie aus irgendwelchen Gründen mal selbst irgendwie umgestellt. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr. Nee, ich habe es auf 60 und 75. Übrigens, wenn du vorbeikommen willst, nee, sag. Fahr durch, mach einfach. Weil ich habe einen gelben, nur auf der rechten Seite einen gelben Frontflügel. Okay. Ich habe die ganze Zeit Achtung gesagt, weil ich schon wusste, du warst so nah an mir dran und Raikön auch. Ja, Raikön. Und ich dachte so, ey Junge, jetzt da kommt die Kurve, ich muss bremsen und irgendeiner fährt mir rein, ne? Ich sah Achtung, Achtung, auf einmal fliegen Teile von hinten nach vorne. Und ich dachte, ey, ja. Was ist denn mit denen? Das war halt so, dass erst war ich links neben dir, hinter dir quasi. Und dann als Raikön hatte ich irgendwie weiter nach außen gedrängt und in dem Moment hast du halt Achtung gesagt und so und wir haben uns da erst überschnitten, so mehr oder weniger. Und da war dann auch schon das Bremsen und. Ich will vorbei. Ja. Scheiße. Ja, geht schlecht. Geh, fahr einfach noch ein Stückchen. Okay. Ja, ich fahr.
Ich war im ersten Sektor halt wieder ein bisschen schneller. Okay, danke. Sehr gut. Reife Leistung. Alter, wie er sich gar gefreut hat, dass ich auf das Eis gekommen bin. Bei mir hat er gesagt, bleib an ihn ran. Vielleicht macht er einen Fehler. Und dann können wir den Platz zurückholen. Sehr gut. Reife Leistung. Nice. So, ich habe jetzt wieder auf Standard zurückgestellt. Wenn ich wieder ein heiles Auto habe. Ah, ich bin fett. Ich hoffe, dass du jetzt nicht zu nah an mich rankommst. Oh, scheiße. Nee, ich komme nicht zu nah an dir ran. Ich habe gerade einen Fehler gemacht, wo ich was umstellen wollte. Scheiße. Oh, der Flügel ist sogar orange. Roboter ist auf 30. Ja, dieser doofe... Oh, was mache ich denn hier gerade? Scheiße, der ist gleich auf 2. Ja, der ist jetzt auf 2. Fuck. Ich habe gerade Fehler gemacht, nachdem ich... Kannst ja DRS aktivieren, oder? Geht das? Oh, der rammt mich! Nein! Ich bin das nur. Raikön schon wieder, dieser Pisser, Alter! Ist so, der ist. Asozial. Ich dreh mich. Nein, hör auf! Oh, ich wurde so gerammt! Hör auf! Ich glaub, Bottas ist raus. Echt jetzt? Das wäre gar nicht so schlecht, Alter. Raikön hat mich gegen Bottas geschoben und Bottas in die. Hä, das wäre richtig gut eigentlich. Auch wenn du jetzt... Ja, aber dafür bin ich jetzt nur Vierter und Raikön und Vettel sind... Ja, Fall, Junge, als ob du von Platz 4 nicht mehr aufholst. Oh, ich wurde in Vettel teleportiert oder Vettel in mich. Ja, doch mal auf, Mann. Ich kann nicht dafür, das im Internet ich weiß. Lässt, aber ich bin weiß, wieder Dritter. Ich weiß. Macht doch nur Spaß, alles gut. Alles supi. Oh, Junge, was ein aufregendes Rennen. Ja, ja. Der Start hat schon wieder alles zerstört und dann geht's dann noch so weiter. Also, wie sieht mein Auto gerade aus? Ne, okay, mein Auto hat sich nicht verschlimmert. Also, Bottas hat's wahrscheinlich irgendwie, der wird noch irgendwie fahren. Ja, sehe ich schon, der fährt noch, ja. Letzter ist er, glaube ich, oder Vorletzter. Ja, aber ist schon mal nicht schlecht, ne? Alter, was da passiert ist, Junge, wir sind zu dritt in die Kurve rein und schiebt mich einfach gegen Bottas. Ich hoffe, dass er richtig Probleme dadurch kriegt. Also es kann natürlich trotzdem sein, dass er alle nochmal aufholt. Ja, da sind ultra viele Teile gefunden, er wird an die Boxen. Dass er nochmal aufholt, kann natürlich sein, aber ich hoffe, dass er wirklich Probleme hat. Wie du sagst, dass er vielleicht an die Box muss, dann hat er nämlich richtig fett verkackt. Weil dann muss er schon ordentlich aufholen. Vielleicht kann er aber auf härtere Reifen wechseln, irgendwie rot oder so, keine Ahnung, und muss trotzdem keine extra Boxen stoppen. Ja, wobei haben. Die CPU, ich weiß nicht, ob die so schlau ist. Ja, das weiß ich auch nicht. Würde theoretisch. Ich bin übrigens wieder Zweiter, gerade Raikön überholt, ohne dass er mich. Boah, Alter, wie viele Teile da liegen an der Stelle, Junge. Nein. Krasser Scheiß. Gar nicht gesehen. In echt wäre da auf jeden Fall ein Safety Car rauskommen, das ist ja mega gefährlich. Ich hab's nicht mal gesehen. Ne, hier ist noch nicht die Gerade. Ich kenne die Strecke leider noch nicht zu gut. Aber da hinten kommt die Gerade, ja, okay. Du hast jetzt auf jeden Fall erstmal einen echt ordentlichen Abstand und Bottas ist an der Box. Ja, sauber. Das ist alles gut. Das ist alles echt gut. Na, Bottas ist ja Erster gewesen, ne? Das war ja der mit den absolut krassen Abstand. Ja. Der okay. Hat fast 40 Punkte oder so zu mir. Wenn wir Erster und Zweiter werden tun und der wirklich nichts reißt, also irgendwie keine Punkte, Platz 11, 12, keine Ahnung, ist ja scheißegal. Oh, Raikön überholt mich gerade und ich mach den Konter. Und er macht den Gegenkonter vom Gegenkonter. Ja. Oh, und jetzt ist Vettel jetzt auch wieder bei mir vorbei. Das ist so ein Dreikampf, den wir gerade machen. Ja, ich wünsche dir viel Glück. Ich hoffe, du kommst da gut raus. Jetzt bin ich wieder Dritter. Alter. Du darfst dich nur nicht wegkommen lassen. Nicht zu überhastet machen. Ja, ich muss den Kampf halt wahrscheinlich jetzt bis zur 10. Runde austragen. Und wenn ich wieder ein gutes Auto habe, ziehe ich den weg. Ja, aber wie gesagt, du musst wahrscheinlich den Kampf sein. Halt, wie gesagt, nicht zu überhastet, sondern halt ganz entspannt und gut. Ah, fuck, Leute, drückt mir bitte die Daumen. Ich drück sie dir auf jeden Fall. Oh, ich war ja eigentlich so ultra gefährlich. Zweiter Platz. Also so langsam habe ich mich an die Strecke gewöhnt, so langsam. Ich mich nicht. Ich kann mich gar nicht an die Strecke gewöhnen, was für eine Linie ich hier fahre. Ja, das ist halt das anders. Problem, weil bei dir ist... Stress angesagt.
Aber ihr haltet euch dadurch ein bisschen auf, dadurch gewinne ich noch ein bisschen mehr. Ja, Abstand. Wir sind ultra langsam. Das ist eigentlich richtig geil. Das Gefühl, ich überhole also Bottas gleich. Wenn du keinen Fehler machst, dann läuft es gerade für dich alles richtig gut. Ich muss eher erstmal eine Runde auslassen, ich habe voll wenig. Ich bin immer so bei 10. Na, wenn ich vorne bin, halte ich die auf. Wenn die vorne sind, überhole ich sie. Alter. LOL, wie der mich wieder anschubst. Raikön, langsam rein. Ganz ehrlich, immer in derselben Kurve. Jetzt reicht's. Kann gar nicht sein hier, Mensch. Da muss doch mal eine Strafe kommen. Ja, das stimmt. Ey, das wäre voll praktisch. Wenn der Opfer auch nochmal Strafe bekommt, Bruder. Ja, aber ehrlich, ich meine, weißt du, der man so häufig, der muss auch eigentlich so häufig jetzt schon angezeigt bekommen haben, Warnung, ja. Kollision verursacht, dass der eigentlich mal disqualifiziert werden kann. Oh ja, jetzt sehe ich die Teile, Alter. Runde 6, der will, dass ich jetzt an die Box komme und dann schon auf Lila. Nein, mach ich noch nicht. Ja, du kannst vielleicht eine früher oder so, dass du eine weniger mit deinem Scheiß Frontflügel fährst. Aber halt nicht zu viel. Ich glaube, ich fahre weiter auf Fett, auch wenn ich habe eigentlich gedacht, ah nee, okay. Ich bleib bei meinem alten Plan. Einfach so ein bisschen, ja, ich dachte, ich schmeiß den Plan um, aber ich schalte immer ein bisschen um zwischen Fett und Standard. Und sobald ich dann auf den neuen Reifen bin, lasse ich auf Fett, bis ich dann weniger habe. Dass ich leichter bin. Da gab es eine richtig gute Chance für Fürth gerade. Torwart hat gehalten. Vettel ist jetzt Platz 3, hat Raikön überholt. Okay, interessant. Bin so schlecht in den Kurven durch den Frontflügel. Ich bin wirklich, also es kostet echt viel Zeit. Ich gehe, glaube ich, wirklich in den Runde. Du kannst jetzt halt ein bisschen aufhalten dadurch. Also eine Runde kannst du auf jeden Fall früher gehen, dass du dann... Ja, das mache ich auch. Je nachdem, wie du deine Chancen einschätzt, kannst du auch zwei gehen oder so, aber eine auf jeden Fall. Wäre aktuell Platz 17 nach dem Boxenstopp, das wäre natürlich nicht ganz so sexuell. Ja, das wäre echt so. Ja, aber Junge. Die gehen ja eh auch irgendwie alle. Ja, ich glaube, ich gehe Platz in Runde 9. Müsste ja trotzdem, wir hier vorne müssen ja trotzdem immer noch schneller fahren als. Alter, aber guck mal auf die Map. Ja, warte, ich kann gar nicht. Das ist echt relativ nah aneinander alles. Ja, noch. Die da in der Mitte vor allem. Also ich bin schon ein bisschen von euch entfernt. Ja, du bist Bottas, Alter. Und Bottas ist weg, aber ansonsten... Bottas, der hat richtig Bock. Ansonsten, das sind so mehrere kleine Gruppen, die aber relativ dicht hintereinander fahren. Ja, das stimmt. That's right. Wollte ich gerade so die These aufstellen, ja, wir vorne müssen hier eigentlich schon doch noch ein Stück weit schneller fahren als die da hinten, aber so schnell fahren wir gar nicht. Also ich gewinne auf jeden Fall noch ordentlich Abstand zu euch. Das finde ich ja. Richtig geil. Hört ihr schön auf. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich weiß gar nicht, was für einen Punkteabstand wir hatten. Und 20 wird es nicht gewesen sein. Aber... immer gespannt, wie es nach dem Rennen hier aussieht. Alles klar. Erst und zweiter sieht ja noch nach Plan aus hier. Noch, ja. Ich hoffe, dass es so bleibt. Das wäre natürlich absolut lit. Oh, scheiße. Oh, Berührung, Vettel. Und ich muss Vettel vorbeilassen. Der rammt mich von der Strecke. Wie hier die ganze Zeit hin und her switcht die Plätze. Der, weißt du? Der dreckt mich von der Strecke, berührt mich und ich fahre außenrum, weil er dadurch langsamer geworden ist, an ihm vorbei und ich bekomme falsches Überholmanöver, aber ich muss ihn wieder vorbeilassen. Obwohl er mich von der Strecke gerammt hat. Nice.